Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Wenn Sie in diesen Tagen einem Herrn mit Spazierstock und Melone begegnen, bekleidet mit einem viel zu engen Gehrock, einer viel zu weiten Hose und Schuhen, die ihm drei Nummern zu groß sind, dann ist das kein verkappter Nikolaus oder Weihnachtsmann, sondern richtig kein anderer als Charlie Chaplin, weltberühmter Stummfilmstar des letzten Jahrhunderts. Nahezu perfekt verkörpert von Ladislav Cibula. Der gebürtige Slowake ist studierter Pantomime und absolvierte derzeit eine Ausbildung in Lippstadt. In seiner Freizeit gibt er den Charlie Chaplin. Ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubern, das ist die Intention, die er von seinem großen Vorbild übernommen hat. In Zeiten wie diesen wichtiger denn je. So pendelt er zwischen Lippstadt und Salzkotten und Paderborn zu seinen Auftritten, die keine Bühne gebrauchen. In die Selzer Stadt käme er immer besonders gerne, wie er verriet, weil die Kinder und die Leute hier besonders nett seien. Ein letztes Mal zurück zum großen Charlie Chaplin, der auch eine Mahnung für die Filmemacher hinterließ. Bedenken Sie, dass man Ihnen am Tage des jüngsten Gerichtes all Ihre Filme wieder vorspielen wird. O je, entfuhr es da dem Macher dieses kleinen Filmmachwerkes, noch bevor die Ausblendung über den Bildschirm lief. Fernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.